Hier ist Die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwirsch und dies sind die Themen für Freitag, den 27. Mai. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Minden ist bei einem Badeunfall am Hemelsee in Anderten ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache ertrank der Jugendliche bei dem Versuch, den See zu durchschwimmen. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Seelenfeld und Wasserstraße sind am späten Mittwochabend 4 Kreis-Nienburger ums Leben gekommen. Es soll sich bei den Unfallopfern, die zwischen 18 und 43 Jahre alt waren und in einem Fahrzeug gesessen hatten, um Mitglieder einer libanesischen Großfamilie aus Nienburg handeln. Ihr Auto war von einem anderen Verkehrsteilnehmer überholt und dabei touchiert worden. Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Sattelschlepper. Das Abitur in der Tasche und nach dem Abschluss nicht wissen, was damit genau angestellt werden kann. Dabei gibt es viele Möglichkeiten zur Berufsorientierung. Eine davon sei die Sommeruni Rinteln, die sich vornehmlich an Elftklässler richtet und die vom 18. bis zum 21. Juni stattfinden wird. Darüber informiert Dieter Labode, Leiter der VHS Nienburg. Nienburgs erster stellvertretender Bürgermeister Rolf Warnecke ist vom Bundespräsidenten nach Berlin eingeladen worden. Zu den Feierlichkeiten am Tag des Grundgesetzes wurde er gemeinsam mit mehr als 700 Kommunalpolitikern aus ganz Deutschland im Schloss Bellevue empfangen. Schauspieler Burkhard Klausner rezitierte aus den Protokollen, die vor der Aufstellung des Grundgesetzes geschrieben worden waren. Zum Sport. Die Handball-B-Juniorinnen der HSG Nienburg um Jugendleiter Stefan Beckedorf sowie die Trainer Janosch Rosenow und Dennis Tomanek spielen in Peine um die Qualifikation zur A-Juniorinnen-Bundesliga. Die Fußball-Kreisliga sucht ihren Meister. Am letzten Spieltag kämpfen Eistrup und Münchehagen um den direkten Aufstieg in die Bezirksliga. ASC Nienburg-Trainer Stefan Ciborra gibt seine Tipps zum Saisonabschluss und muss vorerst lange auf seinen Mittelfeldmotor Christian Heinrich verzichten. Er zog sich einen Kreuzbandriss zu. Mit Bravour bewältigte Jürgen Bultmann vom VC Nienburg die Tortur der Ruhr und stellte damit einmal mehr seine beeindruckende Ausdauerfähigkeit unter Beweis. Immerhin ging es bei diesem Laufereignis von der Ruhrquelle bei Winterberg im Sauerland über 230 Kilometer auf dem Ruhrtalradweg entlang bis zur Ruhrmündung in den Rhein bei Duisburg. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.